Das sind die Reste meiner Pflanzenkohle, die ich letztes Jahr hergestellt habe. Und jetzt möchte ich dir mal zeigen, wie ich die hier bei mir auflade. Das ist nämlich ganz wichtig, die aktivierte Pflanzenkohle, wie man Pflanzenkohle herstellt und wie man sie aktiviert, das zeige ich in einem anderen Video, das verlinke ich auch unten in der Infobox. Und dann ist noch der nächste Schritt sehr wichtig, dass du die Pflanzenkohle auflädst. Weil die Pflanzenkohle, wenn die ins Erdreich kommt, dann saugt die erstmal alles, was im Umkreis ist, auf und entzieht quasi dem anderen Erdreich in der Umgebung Nährstoffe und sämtliche Stoffe, die wichtig sind. Und damit das nicht passiert, laden wir die auf. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten, die möchte ich euch heute zeigen. Und zwar habe ich da auch schon in den letzten Wochen was vorbereitet. So, hier sehen wir ein Fass. Und jetzt ratet mal, was in diesem Fass drin ist. Also ich habe es selber hergestellt, sage ich mal dazu. Und zwar handelt es sich dabei um Urin. Also ich fange meinen Urin auf, das heißt in einem dafür vorgesehenen Behältnis. Und ja, dann leere ich das hier in dieses Fass aus. Genau. Und Urin, da habe ich ja auch schon mal in einem anderen Video drüber gesprochen, enthält ja alle Stoffe, die auch Dünger enthalten. Also normale Pflanzendünger. Und ja, nur der Vorteil beim Urin ist, er ist kostenlos und je nachdem, wie du dich selbst ernährst, ist er auch frei von irgendwelchen schädlichen Substanzen. Genau, und die eine Möglichkeit, die Pflanzenkohle aufzuladen, ist, diese in Urin zu tränken. So, dann nehme ich mal hier meinen Samuro und schaufel die Pflanzenkohle hier rein. So, hier hat mein Kater auch schon mal ein bisschen reingekackt. Hier sieht man hier lauter Fell von den Mäusen, die er vertilgt hat. So, und jetzt diese Pflanzenkohle hier in den Urin. So, ich mache das auch gleich noch voll. Also ich werde dort sämtliche Kohle beseitigen und hier in das Fass geben. Und dann lasse ich dieses Fass für 2 Wochen so geschlossen stehen. Ja, und in diesen 2 Wochen wird sich die Pflanzenkohle schön mit der Flüssigkeit zum einen und auch mit den ganzen Inhaltsstoffen, Mineralien vollsaugen. Und dann ein richtig guter Dünger und richtig gute Bereicherung für die Erde sein. Also ist dann ideal, wenn du deine Blumenerde selbst herstellst und so 20% von dieser aktivierten und aufgeladenen Pflanzenkohle hinzugibst. Genau. Ja, das war es jetzt erstmal zum Thema Aktivierung der Pflanzenkohle. In einem anderen Video werde ich auch noch andere Methoden erklären. Das wird es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir noch gerne einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und ja, vielleicht magst du auch mal auf meiner Internetseite vorbeischauen und dich da noch ein bisschen erkundigen. Alles klar. Dann schönen Tag für dich. Bis bald. Tschüss.